in Hamburg beginnt in der Werft Pelasitas der Bau eines 120 Meter langen Eisbrechers im Auftrag Russlands. Es wird der größte Eisbrecher sein, der jemals in der Europäischen Union gebaut wurde. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden 100 Millionen Euro übersteigen. Mittel werden aus dem russischen Bundeshaushalt bereitgestellt. Der Eisbrecher soll im Jahre 2024 in Betrieb genommen werden. Er wird von Russland für die ganzjährige Aufrechterhaltung der Arbeiten in den gefrorenen fernöstlichen Hafen benötigt. Warum wird der Eisbrecher aber in Deutschland gebaut? Die älteste deutsche Werft Sitas wurde vor 383 Jahren gegründet und ist ein Vorbild des deutschen Schiffbaus, ein Nationalstolz. Vor 10 Jahren hat sie jedoch Schwierigkeiten bekommen, neue Aufträge zu erhalten. Nicht einmal ein Führungswechsel konnte helfen. Anfang 2014 wurde der letzte Auftrag abgeschlossen. Sodann begann der Stellenabbau. Zur Rettung kam die russische Firma Pella, die die notleidende Werft kaufte. Kaum wurde die Werft aufgekauft, unterlag sie sofort EU-Sanktionen, die dazu führten, dass die Möglichkeit ausgeschlossen wurde, Bestellungen aus Russland entgegenzunehmen. Die neuen Führungskräfte aus Russland konnten das Unternehmen jedoch wiederbeleben und mit neuer Arbeit versorgen. Die Werft siegte bei dem erbitterten Wettbewerb mit anderen europäischen Herstellern. Die Werft Sitas Pella konnte das Image von Mercedes in der Welt des Schiffsbaus bewahren. Das Personal des Unternehmens hat sich mehr als verdoppelt. Mit der Zeit eröffnete sich auch wieder die Möglichkeit, für Russland zu arbeiten. Neben der bewährten deutschen Qualität gab es mehrere Gründe, weshalb Russland beschloss, diesen Eisbrecher in Deutschland bauen zu lassen. Der erste: Die russischen Werften sind mit der Arbeit für viele Jahre im Voraus ausgebucht und konnten den Auftrag nicht annehmen. Der zweite: Das Mutterunternehmen in Russland hat derzeit einfach keine Möglichkeit, Schiffe zu bauen, die eine Länge von 70 Meter überschreiten. Schon im Jahr 2021 wird jedoch in St. Petersburg eine zweite Stufe des Unternehmens errichtet, die den Bau von Schiffen mit einer Länge von bis zu 90 Meter ermöglichen wird. Die Zusammenarbeit mit der deutschen Werft werde aber fortgesetzt. Auf beiden Seiten der Grenze sind wir davon überzeugt, dass der Auftrag für den Bau des Eisbrechers ein perfektes Beispiel für die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland ist.